Is this the future of our food? Fish, meat and lab-cultured animal products? Sehr lecker. Ja. Industrial-scale livestock farming and crop growing aren't needed for these products. They spare the environment and fish stocks as well. We are talking about mushrooms, the roots, so there's a lot of umami. And that makes for fewer greenhouse gas emissions. Ich glaube, dass was wir hier haben, das kann ein gesellschaftlicher Meilenstein werden. But how far along are research and development? Might cultured fish and meat products soon be landing on our dinner tables? Blue Seafood, a startup in Hamburg, northern Germany, has revolutionary plans to put the first lab-grown fish fillets on the market. They still have a way to go, but they have rolled out some fish sticks and fish balls, a new concept for nutrition. Wir sind ja als Menschen ja im Prinzip aufgewachsen, also evolutionär gesehen, damit, dass wir Tiere gejagt, Fische gefangen haben, um damit halt Fisch und Fleisch zu essen. Und damit brechen wir jetzt radikal und sagen, das brauchen wir gar nicht mehr. Das ist wirklich eine ganz neue Dimension, die uns jetzt offen steht. So, how does a lab make fish balls? Blue Seafood cultivates isolated fish cells in a nutrient solution. From these, the technicians can grow actual fish meat with all the nutritional value it contains. At first, though, it looks more like a dead fish. Auch wenn der Fisch tot ist, sind da immer noch lebende Zellen drin. Wenn wir dann das Gewebe ein bisschen aufgebrochen haben durch die mechanische Zerkleinerung, gehen wir einen Schritt weiter. Wir geben einen Enzymmix drauf und damit lösen wir am Ende die einzelnen Zellen aus dem Gewebe raus. These cells will then be multiplied. Everyone is looking for the perfect nutritive mix to scale up to mass production. And the cells are hungry. Ich würde sagen, es ist wie ein Haustier. Man hat einfach ein Haustier, man muss sich immer darum kümmern. Das heißt, wenn man eine Woche in Urlaub geht, dann muss man sich natürlich kümmern, dass jemand anders sich um dieses Haustier kümmert. Das heißt, jemand anders muss die Zellen füttern. It's still a long way from a genuine fish fillet. That requires a variety of cell types. For instance, fat cells and a framework to grow on. The fish balls, which also contain plant-based components, are a beginning. So far, cultivated fish meat has not been approved for sale worldwide. But Blue Seafood has recently applied for approval in Singapore. Wir befinden uns gerade so in dem Übergang vom Labor in den großindustriellen Maßstab hinein. Und da haben wir noch eine Reihe von Herausforderungen zu lösen. Das, was wir aber sehen, ist, es funktioniert. Insofern ist es nicht die Frage, ob das irgendwann kommt, sondern wann es kommt. What already happened long ago is meat substitute products, made of soy, for instance. Or based on seitan, like this cutlet. Quorn Foods, founded in the UK, has been selling meat substitute products based on the fungal microorganism Fusarium. And the German Next company is currently working on a chickenless egg. The Hamburg startup Infinite Roots is developing a meat substitute based on edible mushrooms, or more exact, on their mycelia. Mycel ist der Teil, der vom Pilz normalerweise unter der Erde wächst. Und wir lassen den nicht unter der Erde wachsen, sondern wir lassen den in sogenannter Submerskultur wachsen. This culture is the nutrient medium. What's important is that the mushrooms grow on residue from beer and coffee production. The advantages over conventional beef are far less land use and a better energy use. And it's much quicker. Only a few days after starting, it's ready for harvesting. Am Ende kann ich in sehr, sehr großen Fermentern Mycel wachsen lassen. Das größte Volumen, was wir bisher verwendet haben, ist ein 100 Kubikmeter Fermenter. Das heißt, das sind dann wirklich hochhaushohe Kessel. The raw product has an umami-like flavor and supplies important proteins, vitamins and minerals, meaning the final product contains few additives. The company is now waiting for approval to sell in the European Union. What will it mean for us if most of our meat and fish come from bioreactors? Es gibt ja den Begriff der kopernikanischen Wende. Also früher haben ja die Menschen gedacht, wir sind Mittelpunkt des Universums. Und dann hat jemand mal gesagt, nee, ist gar nicht so. Und das hat natürlich Riesenbestürzung ausgelöst. Und ich glaube, wenn man sich das vergegenwärtigt, was die kopernikanische Wende für die Menschen bedeutet hat,
dann hat man ungefähr eine Idee, auch was das Thema Fleisch und Fisch aus dem Bioreaktor für Menschen bedeutet. The first small steps towards this revolution have been taken. Lab-grown food may be one answer to increasing environmental stress and a growing world population. So, would you try it?